So, Automatismus ja oder nein? In welche Richtung, in welcher Form? Da brauche ich, da werde ich noch viel drüber predigen und meditieren. Ja, nehme ich bin es, also ich habe jetzt, wo ich vorhin im letzten Video das angesprochen habe mit Automatismus meine ich, das ist ja sehr verbreitet in christlichen Kreisen, vor allem in charismatischen, aber überall, das kannst du ja bei der Baptiste erleben, ja, dass wenn du bestimmte Probleme hast, die andere jetzt nicht haben, wo es dann so ganz lapidar daher sah, heißt, ja, du machst es halt nicht richtig, machst es so wie der oder machst es so, wie mir dir es sage, dass du es machen sollst, und dann läuft und dann läuft es dementsprechend auch richtig, ja. Und das Fatale ist dann, dann machst du alles ganz genauso wie die andere Person und dann geht es erst recht schief in deinem Leben. Das meine ich jetzt als Automatismus angesprochen. Ja, und ich habe vorhin so ein bisschen innegehalten, weil ich habe ja Anfang Dezember die bewusste Entscheidung, beziehungsweise, was heißt Entscheidung, habe ich schon, die bewusste Entscheidung habe ich schon am 5. September 2016 getroffen, nämlich radikal weg von dem Leistungsevangelium, radikal. Da ist zum Beispiel, da sind wir, da ist zum Beispiel, da brauchst du das Absolute. Da sagt Jesus ganz klar und ganz deutlich, danke Heiliger Geist, wie du das dafür schon leicht und längst. Da sagt Jesus ganz klar, Matthäus 16, Vers, weiß ich nicht, also vor Vers 15 auf jeden Fall, hat das wieder das Theater mit den Pharisäern. Da sagt er zu seinen Jüngern ganz klar: Finger weg von dem Sauerteig der Pharisäer. Was ist der Sauerteig der Pharisäer? Ja, Sauerteig ist, was weiß ich, was ganz, ganz Kleines. Ja, also, wo du dann den Teig dadurch säuern tust. Ich bin kein Bäcker, kann das jetzt auch nicht so erklären. Google das mal, Sauerteig, dass du da ein Bild, dass du da ein Affekt, dass du da ein Dings kriegst, ja. Ja, das ist eine ganz kleine Kleinigkeit. Und wenn du da nicht aufpasst, ja, wenn du im Computer diesen falschen Klick machst, peng, dann geht er nicht mehr. Ja? Wobei, eine andere Sache kannst du mit dem Computer machen, was du willst, ja? Aber da in der einen ist er, nein, dann sperrt er sich, dann ist Feierabend, dann bricht er zusammen. So habe ich schon viele Computer geschrottet. Ich habe die da, ja, und genau Buch drüber schreibe. Ja, und da sagt Jesus ganz klar und deutlich den Sauerteig der Pharisäer. Was ist der Sauerteig der Pharisäer? Das ist nichts anderes als Leistung. Ja, natürlich sind wir Lutheraner, alle Charismatiker und Halleluja. Und in der Predigt wissen wir das, am Sonntag wissen wir das alles perfekt im Seminar und ich weiß nicht was. Und wir nehmen alle miteinander uns wieder neu, ganz neu an. Aber Helmut Füßler hat es mal ganz deutlich auf den Punkt gebracht, einer meiner geistlichen Väter, als er noch bei der Gemeinde Gottes Prediger war, Fastenfreizeit in Idlingen. In der Form war ja das offiziell, oder ja, gut, zwar jetzt nicht offiziell, aber ich denke jetzt, das kann man hier an der Stelle so sagen. Er hat das persönlich, hat das jetzt nicht in der Predigt gesagt. Ja, lassen wir dann nochmal weg. Also, da hat man einen Prediger, ja, der hat gesagt, bei der Gemeinde Gottes ist das so: über der Zehnte wird gar nicht mehr gepredigt, da wird dann nicht mehr wirklich noch, zu der Zeit, das war 2004, und Ding und hin und her, ja. Aber wenn sich jetzt einer bekehrt und der noch 5 Wochen immer noch raucht, dann ist das noch im Sinne, also dann hat man noch Gnade mit dem, ja. Dann nach 5 Wochen kommen schon die ersten Sprichler und nett, da sind sie noch relativ nett. Und nach 5 Monaten wirst du geschoren, ja. Und da ist Satan so mächtig drin, weil er hatte nichts anderes. Er hatte nichts anderes. Ja, man sagt so schön, von nichts kommt nichts, was auch stimmt. Ja, es kommt entweder von Gott oder von, ja, und so weiter. So, und das göttliche System ist da, ist Herrlichkeit pur, Kraft, wenn du, wenn,
Gott hat, Adam und Eva hat ihnen das vorgelegt. Da waren zwei Bäume. Sie haben sich abhalten lassen und nächsten Tag abhalten lassen. Wie, das steht so nicht wirklich in der Bibel drin. Vielleicht kam die Schlange jeden Tag, vielleicht alle drei Wochen, keine Ahnung. Also sie hat einfach nur sich für den Baum des Lebens entscheiden sollen, müssen, dürfen, können sollen. Dann wären wir heute in einer ähnlichen Welt, nur ohne Streit und in der purer Herrlichkeit. Ja, aber wie wir wissen, haben sie sich anders entschieden, die Knallköpfe. Ja? Ein Co-Pastor von Markus, der Thomas Bauer, der hat eine starke Offenbarung über Satan. Der hat schon sehr viel dämonisches und satanisches Übelstes erlebt. Oh, mit der Bundeswehr in Amerika und was weiß ich, fange jetzt gar nicht an. Ja? Und er hat einmal gesagt, Satan war ja ein Cherubim. Ich glaube, der höchste Form von Engel oder darüber noch fast noch hinaus, ja, ein Fürst eigentlich, glaube ich, ist es sogar, ja, und als ein Cherubim Gottes mit aller Strahlkraft und Leuchtkraft, und dieser Strahlkraft und Leuchtkraft, so wie wenn der Stromrechnung nicht zahlst und mitten in der Nacht bam und oder am Tag zack, und dann hat Gott ihm das Licht ausgeschaltet. Feierabend, ja, und dann hat er sich zuerst wieder, dann hat er an dem Göttliche sich daran erinnert und aber von, er kann, Satan kann kein Licht produzieren, das geht nicht, ja, Satan kann nur die Elemente benutzen, weil er ist kein er ist der pure Tod, er ist der absolut pure Tod und in allem und überall das volle Negative. Und das, so, und weil er einem, was willst du? Ich bin überzeugt, das ist meine persönliche Überzeugung, da steht in der Bibel auch nichts drin, ich habe zumindest noch nichts davon gelesen. Ich glaube, dass der Adam, wo der versucht war, ist im Paradies, dass der Adam zum Satan gesagt hat: Hey, ihr habt doch alles, du hast mir nichts zu bieten. Weil der Adam, da war es ein bisschen anders. Er war ja sozusagen, er hatte, das ist meine Meinung, dieses Maskuline, dieses Herrschaftliche war in Adam in gewisser Art und Weise schon in der DNA angelegt, ja, im Gegensatz bei der Eva, ja. Ja, die übrigens die erste Emanze ist. Ja, 1. Mose 3, Vers 6. Im Hebräischen steht es so drin. Und der Baum war maskulin anzusehen. Maskulin. Ja, den Adam hat das Maskuline in Kehricht gekehrt. Der hatte vielleicht den Teufel zum Teufel gejagt, wahrscheinlich. Keine Ahnung, also so könnte man es vorstellen. Ja, und dann hat es, und hat Satan über Umwege, ja, und dann war, und das Frauengemüt ist ja so, na, ich weiß es auch nicht, damit warte mal mit dem Baum des Lebens, das können wir morgen immer noch machen und so weiter. Und dann hat er hier da die Ruhe gelassen, damit so, keine Ahnung was, ja. Bis dass er sich geschnackelt hatte, Satan, die Eva, ja, und mit dem Maskuline. Hey, dieser Adam, der geht mir schon vielleicht auf, der Keks gegangen, keine Ahnung, ist jetzt nur mal so ein Gedankensturm da, was ich da mache, ja, und dann hat sie gesagt, so, jetzt ist mir das egal, jetzt zack, das Maskuline. Hätte sie sich vorher für den Baum des Lebens, dann hätte sie sich genauso wenig wie der Adam, oder vielleicht genauso wenig wie der Adam, dann hätte sie sich auf jeden Fall nämlich für den anderen Scheißdreck interessiert. Punkt, fertig, aus. Shalom, Arabisch, Shalom, immer denken, Gott denkt, bis zum nächsten Video.